Herzlich willkommen zum Mindset Mentoren Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich drauf, mit euch heute über das Thema Widerstände zu reden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Jetzt momentan in der Pandemie gibt es ja viele sehr unterschiedliche Meinungen, die ziemlich kollidieren. Und ich sehe das auch in meinem Umfeld, dass da oft Streitereien dann vom Zaun gebrochen werden, dass sich Menschen gar nicht mehr irgendwie sehen, die sich vorher gut verstanden haben. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich schade. Aber nun gut, es ist momentan, wir müssen das so nehmen jetzt gerade, wie das alles kommt. Aber ich würde euch ganz gerne für heute so ein bisschen was mitgeben. Und zwar, wenn ihr merkt, dass ihr auf Widerstände trefft, egal aus welchem Grund, also das muss jetzt gar nichts mit Corona zu tun haben, sondern ihr entscheidet euch vielleicht in eurem Leben, einen bestimmten Weg zu gehen und das finden andere Menschen in eurem Umfeld nicht so toll. Dann passieren oft verschiedene Dinge. Das eine ist, dass euer Umfeld sagt, das kannst du doch nicht machen, du kannst doch nicht deinen Job kündigen oder du kannst doch nicht dieses positive Hundetraining da machen oder du kannst doch nicht auf einmal dieses Vegan machen, dann bist du ja gesundheitlich geschädigt. Oder du kannst nicht, keine Ahnung, eine Weltreise jetzt momentan machen. Egal was, was es auch ist. Es kann sein, dass ihr auf Widerstände trefft. Und da sind jetzt einige Sachen für euch einfach wichtig, da drauf zu achten. Das eine ist natürlich das Umfeld. Das heißt, ihr solltet darauf achten, wie ist denn mein Umfeld? Ist mein Umfeld gut für mich? Habe ich ein Umfeld, in dem ich wachsen kann, in dem das in Ordnung ist, in dem meine Entscheidungen gesehen werden und geachtet werden? Es muss ja nicht unbedingt sein, dass alle damit einverstanden sind, aber immer nur dagegen reden ist halt auch nicht okay. Ja, also das heißt, schaut mal, wie ist denn euer Umfeld? Wie könnt ihr euer Umfeld vielleicht anders gestalten? Vielleicht kann ich ja bestimmte Themen mit manchen Freunden oder der Familie ausklammern. Dass man einfach verabredet, passt auf, über dieses eine Thema möchte ich mit euch nicht reden. Ich habe eine andere Meinung, ich habe einen anderen Weg, ich mag euch trotzdem, aber darüber möchte ich nicht diskutieren. Ihr könnt schauen, ob ihr euch ein neues Umfeld schafft. Das heißt, ob ihr Menschen findet, die so ticken wie ihr, die vielleicht einen ähnlichen Weg gegangen sind oder auch gerade auf diesem Weg sind. Da sind wir ja im digitalen Zeitalter, ist das ja jetzt nicht so das Problem, Menschen zu finden, die ähnliche Gedanken haben, auf einem ähnlichen Weg sind. Ich bin zwar immer sehr vorsichtig mit den sozialen Medien und Facebook, aber tatsächlich gibt es da schon auch gute Gemeinschaften und gute Gruppen. Wichtig ist nur, dass es was Positives ist, also dass es eine Gruppe ist, die sich gegenseitig hilft und nicht gegenseitig runtermacht oder alles andere verteufelt. Und auch das ist etwas, was ich ungemein wichtig finde, dass wenn ihr euch für einen Weg entschieden habt, dass ihr dann nicht sagt, mein Weg ist der einzig richtige. Vielleicht gehen andere Menschen andere Wege. Es ist ja nicht euer Weg. Ja, es ist ja vollkommen okay, dass... Und das finde ich ist ja auch das Tolle an den Menschen, dass jeder seinen eigenen Weg hat, sein eigenes Leben hat und auch seine eigene, es ist ja ganz individuelle Entscheidungen, wie ich mein Leben jetzt leben möchte. Und nur weil ihr euch für einen Weg entschieden habt, heißt es ja nicht, dass genau dieser Weg der richtige für eure Familie, eure Freunde ist. Ja? Also wenn ich möchte, dass mein Weg geachtet wird, dann muss ich auch die Wege der anderen Menschen achten. Das geht nicht, dass ich dann alles andere verteufle und sage, nein, das ist falsch und die sind alle falsch und ich bin der Einzige, der hier Recht hat. Es geht halt nicht. Ja? Also da passt auf, dass ihr nicht in diese Falle tappt, so, das ist jetzt nur, weil die alle dagegen sind, bin ich jetzt nur dafür und alles andere ist doof. Also bleibt da auch ein bisschen offen für das, was so um euch herum passiert. Wenn ihr Gleichgesinnte sucht, kann das eben über die sozialen Medien sein. Es kann sein, dass ihr vielleicht irgendwo Gruppen findet, die etwas Ähnliches tun, auf einem ähnlichen Weg sind. Wenn es jetzt so in meinem Bereich wäre, ist ja das Hundetraining.
Das heißt, ihr könnt auch gucken, ob ihr in der Hundeschule Gleichgesinnte trefft. Wenn ihr jetzt zum Beispiel aus dem Lager kamt oder alle um euch herum so drauf sind, dass sie sagen, oh, mit dem Hund, da muss man mal richtig hier, ne, an der Leine rucken und dem muss man zeigen, wo irgendwie der Haken hängt. Das, ne, der geht hier nicht mit Tutsi-Du und Leckerchen. Dann schafft euch da ein Umfeld, zum Beispiel in einer positiv arbeitenden Hundeschule. Da lernt ihr ja auch Menschen kennen. Und da lernt ihr ja Menschen kennen, die so mit ihrem Hund umgehen, wie ihr das auch möchtet. Das ist eine Möglichkeit, sich da ein neues Umfeld zu schaffen. Und eben im alten Umfeld zu sagen, pass auf, ist deine Meinung, ist halt so, ich möchte das anders machen, lass uns nicht mehr drüber sprechen. Man muss ja auch nicht gleich mit allem brechen. Ja? Aber eben sich trotzdem so Blasen schaffen, wo man sicher ist, wo ihr das sagen könnt, was ihr sagen möchtet, wo ihr nicht die ganze Zeit überlegen müsst, ach Gott, darf ich das jetzt sagen oder führt das wieder zu einer Diskussion? Schafft euch da Freunde, sucht euch ein Umfeld, wo das funktioniert. Dann achtet nochmal drauf, auch in eurem Umfeld, ob es vielleicht ein toxisches Umfeld ist. Ein toxisches Umfeld sind Menschen, die um euch rum sind und euch die ganze Zeit sagen, du kannst das nicht. Du bist eh zu dumm dafür. Das schaffst du nie. Wer glaubst du eigentlich, wer du bist? Das haben wir schon immer anders gemacht. Wenn ihr solche Sätze hört, dann würde ich mich aus diesem Umfeld zumindest mal zurückziehen oder auch da wieder sagen, ich möchte mit dir nicht über dieses Thema reden. Es ist nicht okay, andere Menschen runterzumachen. Ja? Das ist oft ein Ding von Menschen, die sich dadurch selbst erhöhen möchten. Also ich mache einen anderen Menschen fertig, damit ich mich besser fühle. Manchmal haben auch die Menschen um euch herum einfach Angst. Und es kommt aus dieser Angst so ein Angriff, so bist du wahnsinnig, das schaffst du doch nie, du bist zu dumm, lass das sein. Denn manchmal fühlen sich die Menschen dann selbst bedroht, warum auch immer. Auf jeden Fall solltet ihr euch sowas nicht einreden lassen. Niemand ist zu dumm, irgendwas zu tun. Ihr könnt vieles schaffen. Manche Dinge brauchen halt einfach länger. Und manchmal ist es ja auch so, dass man den Irrweg geht. Auch das ist ja okay. Und auch dann kann man die Größe haben und sagen, okay, ich habe es ausprobiert, hat nicht funktioniert, jetzt probiere ich halt was anderes aus. Wenn man das nicht gleich nach ein, zwei Tagen tut, sondern wirklich erstmal seinen Weg gegangen ist. Dazu habe ich im letzten Podcast so ein bisschen was erzählt. Also wenn ihr ein bisschen was hören wollt über dranbleiben an bestimmten Dingen, dann hört euch einfach den letzten Podcast nochmal an. Okay, was ist noch wichtig? Wenn ihr merkt, dass um euch herum sich Widerstände aufbauen und dass euch die Menschen erzählen, dass das, was ihr macht, ist nicht das Richtige. Oft kommt man dann ja auch ins Zweifeln. Also, dass man sich denkt, ach Gott, ist das jetzt wirklich richtig, was ich hier mache? Wenn alle um mich herum sagen, das ist nicht richtig, aber oh, ich würde es so gerne machen, aber irgendwie keiner traut es mir zu und alle sagen, ich schaffe es nicht. Zweifel sind vollkommen normal und sie sind auch richtig und ich finde auch wichtig. Aber dann ist auch wiederum der Punkt, dass ihr dann nicht sofort zusammenklappt und sagt, oh Gott, ja, alle anderen haben recht und ich schaffe das bestimmt nicht, sondern dass man mal ruhig durchatmet und Realitäten schafft. Das heißt, mal wirklich gucken, okay, was brauche ich denn? Wie will ich das denn machen? Ist es für mich wirklich nicht machbar? Muss ich vielleicht mein Ziel in kleine Zwischenziele aufbauen. Kann ich aber auch vielleicht sagen, ich habe da ein riesengroßes Ziel und selbst wenn ich dieses riesengroße Ziel nicht erreiche, ich komme trotzdem weiter, als wenn ich nur so ein Mini-Ziel habe. Auch das ist ja so ein Standing, was man dann hat, wo man dann auch so ein bisschen über seine eigenen Zweifel hinwegkommt, weil man weiß, okay, ich habe mir da so ein Riesenziel gesteckt. Und selbst wenn ich das nicht erreiche, ich komme trotzdem viel weiter als die Menschen, die sich nur so mini-titzi-kleine Ziele setzen. Ja? Zweifel ist erlaubt. Durchatmen, Realitäten checken, schauen, wo steht ihr denn? Sind die Zweifel gerechtfertigt oder kommt das nur aus der Angst aus eurer Umgebung? Trefft da keine übereilten Entscheidungen. Sagt nicht so, Gott, oh Gott, okay, jetzt breche ich das alles ab.
sondern schaut euch an, woher kommen die Zweifel, von wem kommen die Zweifel. Sind das wirklich eure eigenen Zweifel oder ist es das, was aus eurem Umfeld kommt? Und gibt es eine Berechtigung für diese Zweifel? Ja, also es kann ja sein, dass es wirklich okay ist und dass man sagt, okay, das ist tatsächlich jetzt vielleicht eine blöde Idee oder nee, alle anderen sagen, das ist eine blöde Idee, aber mein Bauchgefühl und ich denke, das ist das Richtige. Und ich bin ja immer so ein Bauchgefühlmensch, ich gehe sehr häufig nach meinem Bauchgefühl und das hat auch in der Regel recht. Da könnt ihr euch, ich lese gerade ganz viel von, Achtung, Buchtipp, von Simon Sinek. Auf Englisch ist es Start with Why. Ich glaube, der deutsche Titel ist, warum man mit dem Warum beginnt. Und der hat ganz viele coole Sachen auch auf YouTube, viele, viele Talks gehalten, viele, viele Vorträge gehalten, warum man mit dem Warum eben starten sollte, dass das Bauchgefühl schon immer richtig ist oder oft richtig ist und wie das Ganze so bei uns funktioniert. Ich finde ihn großartig. Also schaut da einfach mal rein, Simon Sinek, Start with Why. Der hat auch noch einiges anderes geschrieben, hat, glaube ich, jetzt 5 Bücher geschrieben, bin jetzt gerade im 2. drin. Schaut es euch einfach mal an. Ich finde, das ist auch fürs eigene Leben echt richtig, richtig gut. Dann, wenn ihr auf Widerstände trefft, was ich immer wichtig finde, ist, dass ihr euch selbst diesen Mut zugesteht, einen anderen Weg zu gehen. Als alle anderen um euch rum. Das ist doch super. Ha? Also, wenn ihr euch für einen Weg entschieden habt und ihr sagt, das ist der richtige Weg und ich habe meinen Weg jetzt gefunden und ihr geht diesen Weg, dann gesteht euch auch mal zu, boah, das braucht Mut. Ja, und es braucht auch so ein bisschen Selbstbewusstsein, dass ich das jetzt mache. Und man kann da ganz viel lernen. Man kann viel über sich selbst lernen. Und auch da wieder zu sehen, okay, ich habe vielleicht das, ne, ich denke jetzt, dass das mein Weg ist und zwischendurch kommen vielleicht Abzweigungen. Vielleicht muss ich diese Abzweigung nehmen, vielleicht kann ich aber auch einfach weiter geradeaus gehen. Aber habt den Mut, euch da auch mal anzuschauen, was ihr da gerade alles leistet. Und auch da wieder, finde ich, ist es so wichtig, Menschen um sich rum zu haben, die einem auch mal sagen, wow, hey, super gemacht. Das, was du da gerade leistest, ist echt nicht ohne. Das ist was, was vielen von uns fehlt. Also ich habe das riesengroße Glück, wirklich Menschen in meinem Umfeld zu haben, die mir immer mal wieder sagen, hey, das ist toll, ich finde, das ist super, schau mal, was du schon alles geschafft hast. Denen ich auch sagen kann, boah, ich finde es, ne, diesen Weg, den du da gehst, das ist mutig, den finde ich gut, der ist für mich inspirierend, ja, ich habe viele inspirierende Menschen in meinem Umfeld, oder was heißt viele, 2, 3, aber das finde ich ist schon, das ist viel, ja, die auch mich wieder inspirieren, wieder weiterzugehen, und das ist ein so gutes und wirklich, jetzt fehlen mir die Worte, das ist so ein sicheres Umfeld. Ja, ich weiß, dass ich Freunde habe, zu denen ich immer gehen kann und denen ich sagen kann, boah, ich habe hier eine total bekloppte Idee und ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist. Was meinst denn du? Und die mir dann meistens sagen, du, probier es halt einfach, schaffst es schon. Und wenn du es nicht schaffst, ist es ja auch okay. Ja, es ist ja auch wichtig zu scheitern. Aus dem Scheitern lernt man dann ja einfach. Also da, wie gesagt, gesteht euch diesen Mut zu, andere Wege zu gehen. Was oft auch hilft, ist Tagebuch zu führen. Auch da wieder, Achtung, Buchtipp. Es gibt, vielleicht habe ich das schon, ich glaube, ich habe das auch schon mal erwähnt. Es gibt das 6-Minuten-Tagebuch. Das finde ich ist super, weil ihr da einfach morgens 3 Fragen beantwortet und abends 3 Fragen beantwortet und ihr braucht nicht länger als 6 Minuten insgesamt am Tag, um Tagebuch zu führen. Und da steht morgens halt, wofür bin ich dankbar, ja, am Abend schreibt ihr auch nochmal rein, wofür bin ich dankbar, was möchte ich morgen besser machen, in der Früh steht, glaube ich, auch noch, worauf freue ich mich am meisten, ja, das heißt, ihr startet positiv und gut in den Tag.
Und auch das ist was mir schon ein paar Mal gesagt wurde, oh, du schaust, du siehst alles immer nur positiv und es ist bei dir immer alles nur, es ist bei dir alles immer nur supi, dupi, und das stimmt gar nicht. Und auch das ist was, ja, ich bin immer so eingeschossen auf so ein, zwei Autoren, wenn ich die mal angefangen habe zu lesen, was Simon Sinek gesagt hat, er sagt, dass Optimismus etwas anderes ist als positiv sein. Also Menschen, die positiv sind, sehen oft alles nur, ah, es ist alles toll. Und ein Optimist sieht schon, dass es gerade blöd läuft. Ja, es gibt natürlich Phasen, die laufen scheiße. Es gibt auch Phasen, wo es mir schlecht geht und wo ich schlecht drauf bin und wo ich auch keinen Bock mehr habe, irgendwie, wo ich denke, boah, ich schmeiß das hier alles in, funktioniert eh nicht. Aber ein Optimist sieht das Licht am Ende vom Tunnel. Der sagt, ich weiß, dass es jetzt blöd läuft, dass es jetzt nicht gut läuft und dass es mir dreckig geht. Aber ich weiß, dass es irgendwann wieder besser wird. Und das ist jetzt so ein bisschen das Wort zum Sonntag. Seid Optimisten, seht das Licht am Ende vom Tunnel. Und ja, ich hoffe, ihr merkt schon, das ist so eine Leidenschaft von mir auch, da euch vielleicht auch ein bisschen inspirieren zu dürfen, euer Leben anzugehen und durch diese Widerstände durchzukommen. Manchmal ist es einfach auch gut, einen anderen Weg zu gehen als alle anderen. Und damit wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Podcast wiederhören. Und wir sehen uns bald. Eure Anja.